Ach, wie schön ist doch diese Müllhalde hier. Überall Mülltonnen. Moment, was ist das da vorne für ein komischer Müllsack? Ich geh mal hin. Muah! Ach, 80, du bist nur. Ah, hey, 30, ich hab mal nur eine Frage. Sind die anderen auch hier? Wir. Ab zur Geheimzentrale, ab zur Geheimzentrale. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wir fliegen hin. Ich spüre, dass meine Kopfhaut in den nächsten paar Sekunden wieder hochfliegen wird und dann wieder diese komische Mülltonne in mich reinfliegen wird. Habe ich recht oder habe ich recht? Nein, nein, es reicht ja nicht, dass Sie alleine reinkommen. Sie müssen ja auch immer noch einen Daumen mit reinbringen. Warum fliegen Sie überhaupt in der Luft herum? Drückt sie mal alle bitte kaputt. Vor allen Dingen die Daumen nach oben. Oh Gott, das Passwort. Auf jeden Fall war es eins zwischen eins und 9.999. Ich würde sagen 4.682. Okay, gut, dann 3.542. 2.000 Jahre später. 6.738. 9.261. Nochmal 2000 Jahre später. 1243. 1. Okay, gut. Und was hat uns das jetzt gebracht, also das Passwort einzugeben? Ah ja, jetzt ist diese Frage weg und wir müssen jetzt das Passwort nicht mehr eingeben. Das heißt, die Schrift mit dem Passwort ist jetzt weg. Ernsthaft? Und wir haben jetzt 4000 Jahre gewartet, nur damit wir das Passwort finden. Und was haben wir? Die Schrift ist weg. Ja? Okay, gut. Und wie ist der Plan? Also der Plan ist ganz einfach. Wir müssen bei das Knete-Männchen gehen. Und ja, dann eben ein paar Streiche spielen. Und diese Streiche dürfen wir jetzt auch selbst ausgeben. Das heißt, es gibt keine Vorgaben. Übrigens, wenn wir schon mal beim Knete-Männchen sind. Weiß eigentlich jemand, ob das Knetemännchen einen Namen hat? Ja, hat es! Und welchen? Wer soll ich das wissen? Danke, du warst wirklich eine so verdammt große Hilfe. Gern geschehen. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir los. Und dazu rufen wir wieder die magische Hand. Magische Hand, magische Hand. Wurden wir gerade wirklich ausge... Okay, gut. Um ehrlich zu sein, will ich gar nicht das richtig wissen. Und Leute, denkt dran. Nachdem ihr euren Streich gemacht habt, teleportiert ihr euch bitte zur Mülltonne zurück. Diese steht übrigens in der Geheimzentrale. Denn, ja, wenn ihr halt bei einem Streich erwischt werdet, solltet ihr eh zurück zur Geheimzentrale gehen. Aber wenn ihr erfolgreich werdet, solltet ihr auch zurückgehen, damit ihr nicht noch erwischt werdet. Verstanden? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, dann geht's jetzt los. Hab ich hier nicht gerade noch jemanden reden gehört? Komisch, scheinbar nicht. Wahrscheinlich habe ich es mir nur eingebildet. Hihihi, das wird so lustig. Ich wusste doch, ich hatte hier irgendwas gehört. Ah, Hilfe! Hilfe! Da drin bin ich bestimmt sicher. Hey, wenn wir du wären, würden wir an deiner Stelle eher hier rausgehen. Und warum sollte ich das tun? Wir sind Fische! Oh Gott, Fische! Ah! Achtung, Fische! Tja,
Ich werde dich jetzt essen. Entschuldigung, ich habe gerade keine Zeit dafür. Ich muss aber sagen, der war echt lecker. Was soll ich denn bloß für einen Streich machen? Ich habe die Idee, ich gehe einfach da drüben in die Mülltonne rein und erschrecke ihn dann, wenn ihr dran vorbeikommt. Ach, du bist es nur, Forti. Ach, Eiji, hast du mir einen Schreck eingejagt. Du, Forti, wenn wir gerade mal zusammen sind, dann könnten wir doch rein theoretisch das Kind der Menschen beide zusammen erschrecken. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich habe das mal bei 30 gemacht und der hat sich richtig doll erschrocken. Oh ja, das machen wir. Hey du! Ja, was ist? Ich habe eine Frage. Okay, dann schieß los. Würdest du lieber ein verbranntes oder ein rohes Toast essen? Oh nein, verbranntes Toastbrot und rohes Toastbrot ist genau gleich schlimm. Ich habe eine Idee, was ich mache. Ich mache einfach das, was ich auch sonst in jeder Situation tue. Schreiend weglaufen. Ich glaube, der antwortet nicht. Hey, du! Ja, was ist? Mal eine kleine Umfrage. Würdest du lieber Braungelbkuchen oder Graugelbkuchen essen? Nicht schon wieder. Wie schon wieder? Hat uns etwa jemand die Idee geklaut? Na, warte. Endlich zu Hause. Ah, da seid ihr ja. Es fehlt nur noch der Burger. Wir warten jetzt schon seit gefühlt einer Stunde. Ich gehe den jetzt einfach holen. Mir egal, was er dazu sagt. Ah, hi. Hallo, aber wo sind wir? Ich weiß nicht. Wir sind hier einfach in diesem komischen blauen Kasten. Komm, wir teleportieren uns einfach beide zusammen zur Geheimzentrale. Gute Idee, das machen wir jetzt einfach. Übrigens, hier drin kommt keine Teleportationsanimation. Das heißt, hier fällt nicht so eine komische Sternschnuppe runter. Na und? Naja, gut, könnte vielleicht daran liegen, dass über uns herum so eine komisch blaue Flüssigkeit ist. Egal. Hallo. Keine Sorge, ich bringe ihn zurück. Und denk dran, du hast nichts gesehen. Puh, zum Glück hat das Knete-Mensch nicht gecheckt, dass das hier unsere Geheimzentrale ist. Ansonsten hätten wir jetzt wirkliche Probleme.